Ja, 1989 war für mich wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Ich wurde dann gerade im September, Oktober Kaplan in einer Pfarrei am Niederrhein und das war ganz bewegend mitzubekommen über Fernsehen und Radio, was das bedeutet, dass plötzlich die Mauer aufging. Und die vielen Menschenmassen, die riefen, mach das Tor auf. Und ein Freund von mir, mit dem ich zusammen zum Priester geweiht worden war, stand auf der Mauer und war am Weinen vor Freude. Er hat mich dann angerufen und ich konnte das so über Telefon und über den Kontakt zu ihm aus der Nähe miterleben. Ich bin dann in der Predigt auch darauf eingegangen, an den Sonntagen, was das bedeutet, dieses unerwartete Geschenk einer friedlichen Revolution, wirklich plötzlich die Mauer fällt und das, was keiner erwarten konnte, innerhalb von wenigen Monaten wird Deutschland